Österreich hat eine unglaublich tolle medizinische Versorgung. Wir werden international beneidet. Trotzdem hat es Schwachstellen. Und diese Schwachstellen, auf die konzentrieren wir uns, weil wir zukünftig und heute schon nicht mehr zum Arzt gehen, weil wir krank sind, sondern wir gehen mittlerweile zum Arzt, um gesund zu bleiben. Wir gehen zweimal im Jahr zum Zahnarzt, um die Mundhygiene vorzunehmen, um keine Löcher zu bekommen. Das ist ein wesentliches Thema in der Gesundheitsvorsorge, das immer, immer stärker werden wird. Das Einzugsgebiet ist gigantisch. Wir reden hier über 1,5 bis 1,9 Millionen Menschen, die in Frage kommen, potenziell dieses Ärztezentrum ein- oder mehrmals im Jahr zu besuchen. Es ist einfach notwendig, es zu etablieren. Der Markt ist einfach da und wir versuchen hiermit, glaube ich, vorsichtig artikuliert, Ostösterreichs größten Ärztezentrum auch einen Maßstab zu setzen.